Hat ja nicht mal ein ganzes Jahr gedauert. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von der Nintendo Podcast. Mini. Und zwar zum selben Thema wie auch schon damals. Pokémon. Ja, Johannes, denn es gab eine neue Ausgabe von Nintendo Direct und zwar themenbezogen zu Pokémon. Wir hatten 20 Minuten, auf die wir uns freuen konnten und wussten, da gibt es neue Ankündigungen. Es waren derer grob gesagt zwei und dann natürlich innerhalb dieser Ankündigung viele kleine. Was war es denn genau? Ja, es wurden drei Dinge eigentlich im Grunde gezeigt. Okay, lassen wir das mit den Zahlen. Gehen wir zunächst ganz kurz zu Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Das ist ein Spiel, was 2006, der eine oder andere wird es sicherlich noch kennen, damals für den Game Boy Advance und den Nintendo DS erschienen ist, zumindest bei 2006 Japan, ich glaube bei uns war es dann 2007, egal. Und das handelt sich hierbei um eine Neuauflage dieses Serien-Erstlings. Man spielt also bei Pokémon Mystery Dungeon, wer diese Serie nicht kennt, die Pokémon selbst. Ne? Das ist dieser Unique Selling Point, würde man jetzt im Business-Bereich sagen. Also das, was die Serie einzigartig quasi innerhalb des Pokémon-Kosmos macht, dass man nicht die Pokémon als Trainer befehligt, sondern man übernimmt selbst die Kontrolle und erlebt Abenteuer. Das Spiel erscheint bald auch schon, nämlich am 6. März 2020 und damit sogar noch vor Animal Crossing New Horizons. Was heißt, gut, vielleicht so halb, aber quasi erscheint das erste größere Nintendo-Spiel für die Switch dann eben doch schon in Form von Pokémon Mystery Dungeon. Man kann es auch schon vorbestellen im eShop. Das war dann direkt im Anschluss an die Pokémon Direct möglich. Und auch im eShop gibt es schon eine Demo-Version. Und wenn man die spielt, kann man sich nicht nur das Spiel anschauen und schon mal einen Eindruck davon gewinnen. Wenn man sich später dann die Vollversion holt, egal ob digital oder als Retail, dann kann man die Speicherdaten in die Vollversion auch übertragen. Das heißt, das ist ganz praktisch. Das macht Nintendo mittlerweile ganz gerne bei den Demo-Versionen von seinen Spielen. Gell? Wurde ja relativ drastisch überarbeitet. Ist ja jetzt eine richtige 3D-Grafik, so wie es ausschaut, da im ersten Trailer, ne? Ja. Im Gegensatz zu früher, wo das ja so eine isometrische Ansicht war. Ja, ist ja auch klar. Ich meine, du kommst halt vom GBA-DS und jetzt zur Switch, was ja eine ganz andere Leistung ist. Ich meine, nimm halt einen GBA-DS-Pokémon-Hauptspiel und stell Schwert ein Schild nebendran. Dann hast du natürlich ja auch einen krassen Sprung, wenn auch nicht die allerkrasseste Grafik in Schwert und Schild im Vergleich zu anderen Plattformen heutzutage, aber im Vergleich zu von 2006 innerhalb der Serie natürlich schon. Warum denkst du, ist es denn eine Neuauflage? Ich meine, es gab ja nach diesem Pokémon Mystery Dungeon bla auch noch viele andere, also nicht viele, aber doch eine ganze Handvoll andere Mystery Dungeon Pokémons. Warum hat man nicht entweder einen von den neueren neu aufgelegt oder ganz einen neuen Teil gemacht, denkst du? Ist da so eine Nostalgie mit diesem Spiel verbunden? Na, ich glaube, korrigiere mich, aber es wurde wohl noch nie eins neu aufgelegt, oder? Von einem Pokémon Mystery Dungeon spielen, könnte ich mich jetzt zumindest nicht daran erinnern. Das heißt, dass es irgendwann mal passieren wird, wenn man sich die Videospiele wählt und die Vorliebe für Neuauflagen, Remakes, Remasters, gerade in den letzten paar Jahren, würde ich sagen, anschaut, war es quasi abzusehen, dass es irgendwann mal passiert. Und jetzt ist es halt soweit. Ja, tatsächlich, weil ich mit der Serie nicht wahnsinnig viel am Hut habe. Mein Bruder hat es ganz viel damals gespielt und da habe ich ihm mal über die Schulter geschaut, aber selber gespielt habe ich es mal eine Stunde oder so nur. Jetzt hatte ich den Faden kurz verloren. Genau, ich hatte bei der Direct jetzt eigentlich im ersten Moment erst gedacht, das wäre ein neuer Teil der Serie, bis ich dann im Nachhinein gecheckt habe, nee, das ist ja tatsächlich eine Neuauflage von dem ersten Teil. Warum sie das machen? Naja, ich schätze mal, weil eben so dieser Hang momentan da ist, Neuauflagen zu machen, weil man natürlich auf jeden Fall argumentieren kann, dass ganz viele Switch-Besitzer ziemlich sicher dieses Spiel noch nie gespielt haben in der Originalversion für GBA oder für den DS. Das heißt, für viele Leute ist es eigentlich ein neues Spiel. Ja. Es ist natürlich weniger Arbeit wahrscheinlich, weil natürlich, wie du schon gesagt hast, es wurde stark überarbeitet. Aber es ist natürlich inhaltlich das gleiche Spiel geblieben und die Story und die Struktur, die sind ja alle noch da. Und vielleicht, wenn das sich jetzt gut verkauft, kommt dann halt nächstes Jahr ein neuer Teil. Ne? Ist ja ganz spannend, dass es jetzt für drei Systeme erschienen, wie du richtig sagst, das gab es ja für GBA und DS und jetzt auf der Switch. Wer weiß, vielleicht ist es jetzt so eine Sache, bis es irgendwann mal auf allen Nintendo-Plattformen erschienen ist. Was wollte ich, als ich die Ankündigung gesehen habe, dachte ich zuerst, dass es stand 2006, bla bla bla, dachte ich, okay, jetzt kommt Let's Go 2. Ich habe nicht im Kopf gehabt, welches jetzt. Ich dachte, okay, jetzt kommt halt das Spiel, was 2006 erschienen ist, als Let's Go 2, aber das war es dann nicht. Dafür gab es andere Ankündigungen zu dem, was in diesem Jahr im Sommer und im Herbst oder Ende des Jahres mit Pokémon passieren wird und es ist kein neues Spiel, zumindest zur Zeit noch keins angekündigt, aber was anderes kommt. Was kommt denn da? Genau, und zwar gibt es einen Erweiterungspass für Pokémon Schwert und Schild und damit sind wir natürlich bei dem großen und dominanten Thema, was euch wahrscheinlich auch in der Mehrzahl am meisten interessiert, was auch die meiste Zeit in der Pokémon Direct eingenommen hat. Übrigens, da die Pokémon Direct 20 Minuten war, wollen wir mal versuchen, es unter 20 Minuten zu halten. Dieser Erweiterungspass für
Schwert und Schild ist aktuell in Entwicklung, kostet 29,99 und beinhaltet zwei Teile namens die Insel der Rüstung. Und du hast es schon gesagt, im Sommer, genau genommen im Juni kommt es raus. Und der zweite Teil, die Schneelande der Krone, die englischen Titel sind übrigens besser, erscheint im Herbst 2020, da ist es noch nicht genau betitelt. Enthält neue Abenteuer, neue Inhalte, neue Spielwelt, die ergänzt werden zur Galar-Region, die bisher schon besteht. Aber man zockt natürlich mit seinem alten Speicherstand weiter. Genau gesagt, gibt es zwei Erweiterungspässe eigentlich, weil wenn man jetzt beide Spiele hat oder beide Spiele möchte oder was auch immer, muss man sich ja tatsächlich den Season Pass auch dann zweimal kaufen, logischerweise. Ne? Genau. Weil es gibt ja dann wieder Unterschiede zwischen den beiden Sachen. Ganz genau. Also es gibt, wie auch schon bei Schwert und Schild, gewisse Unterschiede, die jetzt nicht krass sind, aber es gibt halt verschiedene Pokémon teilweise, die jeweils exklusiv sind und verschiedene Spielfiguren. Kleine Vorwegnahme schon mal, es gibt neue Rivalen, zum Beispiel bei die Insel der Rüstung, und da gibt es auch wieder unterschiedliche halt. Und deswegen, wenn man Schwert und Schild hat und beide mit Erweiterungspass spielen will, muss man zweimal diese 30 Euro oder diese 29,99 ausgeben und ist dann quasi doch wieder bei dem Preis bei dem Vollpreistitel, ja. Ich denke mal, sie werden schon ein bisschen damit spekuliert haben, dass das vielleicht manche so machen. Übrigens, ja. Pokémon Insel der Rüstung, weißt du, wie ich gesagt habe? Das ja, ich hab's, das war auch mein Gedanke, der mir so voll, aber die Schneelande der Krone. Krone, Helm, okay. Wie ist denn jetzt die Sache mit neuen Pokémon? Weil ich weiß ja noch, die Game Freaks und Pokémon Company haben gesagt, ja, nee, das war's, das sind die Pokémon, die es gibt in Schwert und Schild, gewöhnt euch dran, deal with it. Das ist jetzt nicht mehr ganz so final, diese Aussage, ne? Ja, also ganz typisch mal wieder heißt, was interessiert mich, weil mein Geschwätz von gestern, es kommen über 200 neue und in Klammern viele alte Pokémon zurück, durch die neuen Erweiterungen, aber nicht nur für die Leute, die Geld nochmal ausgeben für die Erweiterung, sondern per Update können auch alle Spieler, die nur das Basisspiel Schwert oder Schild oder beide haben, diese Pokémon dann verfügbar machen in den Spielen, indem man sie zum Beispiel per Pokémon Home überträgt. Da kommen wir zum Schluss noch ganz kurz dazu, wie es da jetzt mit Neuigkeiten aussieht. Aber an sich in die Insel der Rüstung und in die Schneelande der Krone kommen eben ein paar ganz neue Pokémon dazu. Auch dazu kommen wir gleich noch. Und viele alte kommen zurück. Man hat im Trailer bzw. in der Director schon ganz viele gesehen. Man hat gesehen, dass alte Starter zurückkommen von früheren Generationen und viele andere alte Pokémon. Also ja. Offensichtlich war die Aussage doch nicht so festgesetzt, wie sich es damals angefühlt hat. Denkst du, dass es damals wirklich geplant war, dass nichts kommt, oder dass sie es einfach nicht sagen wollten? Oder? Ich glaube, die wollten das nicht sagen. Ich gehe schon davon aus, bei einer Firma wie The Pokémon Company, wo einfach auch so viel Geld dahinter steckt, da wird man sich nicht nach dem Release irgendwie denken, ach, wir könnten eigentlich mal doch noch was machen, weil überlegt, die Spiele sind im November rausgekommen, das ist noch keine zwei ganzen Monate her, und jetzt sind die Sachen teilweise schon so weit, dass man sagt, naja, im Juni kommt der erste Teil und wir können euch auch schon Inhalte zeigen. Das haben die nicht erst nach Release angefangen zu entwickeln. Also das kann man Inhalte erzählen. Zeigen, natürlich, man hat was gesehen, aber man merkt doch, dass es noch eine ganze Weile weg ist, weil vor allem hat es ja Artworks und so Renderings. Man hat an zwei, drei Stellen hat man kurz mal neue Teile der neuen Spielwelt gesehen, aber wirklich nur kurz, ja. Was ja auch ganz spannend ist, weil es zeigt zumindest, dass wirklich nicht quasi jetzt einem ein On-Disc-DLC oder ein fast fertiger DLC zum neuen Geld verkauft wird, sondern dass wirklich da fleißig entwickelt wird, wie du richtig sagst, Mitte und Ende des Jahres. Ja. Gehen wir noch ein bisschen ins Detail. Was ist mit dem ersten DLC, der im Juni kommen soll, der Insel der Rüstung? Was ist denn da alles drin? Oder um was geht's da? Die Insel der Rüstung, da geht es um das Thema Wachstum. Keine Ahnung, das war so ein bisschen schwurbelig, aber bei beiden neuen Inhalten oder bei beiden neuen Teilen des Erweiterungspass gibt es jetzt halt Themen. Das ist auf jeden Fall Wachstum. Es gibt eben viele neue Gebiete. Das umfasst zum Beispiel Strände, Moore, Wälder und auch Höhlen. Es gibt neue besondere Orte. Einer davon ist ein Dojo für Pokémon-Kämpfe. Und es passt auch dazu, dass man einen neuen Mentor in diesem Teil der Galar-Spielwelt hat, die eben neu dazukommt. Der heißt Maastricht, was ich ganz witzig finde. Er ist auch der Mentor von Champ Deleon schon in der Vergangenheit gewesen und war selber schon Champ. Also es wurde auch so ein bisschen Geschichte schon wieder erklärt in der Pokémon Direct. Es gibt neue Rivalen, das habe ich schon gesagt. Es gibt ein neues legendäres Pokémon namens Dakuma vom Typ Kampf, deswegen auch Dojo, deswegen auch dieser Mentor, deswegen auch Thema Wachstum. Das hat in seiner Giga-Dynamax-Form dann zwei verschiedene Kampfstile auch. Also hier macht man wieder mal so ein bisschen das Fass auf, was zum Beispiel die Mega-Entwicklungen teilweise gemacht hatten mit Mega-Glurak X und Mega-Glurak Y und Mewtwo X und Mewtwo Y und sowas. Es gibt für die finalen Evolutionsstufen der Galar-Starter, ja, also von den neuen Starter-Pokémon, die jeweils dritten Stufen. Da gibt es neue Giga-Dynamax-Formen bei die Insel der Rüstung mit neuen Attacken auch. Da hat man auch
da wurde zum Beispiel auch wieder ein bisschen Gameplay tatsächlich schon gezeigt. Da hat man gesehen, dass das jetzt dann anders aussieht. Es gibt neue Items, da wurden ein paar auch schon vorgestellt. Aber ganz, ganz kurz, es gibt so einen EP-Pin jetzt zum Beispiel dann, mit dem man nochmal sein Training boosten kann, indem die Pokémon mehr EP bekommen. Es gibt natürlich ganz viel neue Kleidung, neue Fahrräder und sowas ja auch. Ja. Und vor allem, was ja auch gibt, du hast ja schon so ein bisschen erwähnt, es gibt eine komplett neue Spielwelt. Und es wirkt so, oder wurde sogar gesagt, dass das jetzt eine frei drehbare Kamera hat, ne? Genau. Überall. Das, was ich mir gewünscht hatte schon, was ich glaube ich vor ja, 2 Monaten ungefähr, als wir dann drüber geredet hatten, ausführlich über Pokémon Schwert und Schild hier im Podcast, wer das noch nicht gehört hat, geht gerne mal dazu zurück, gesagt hatte, nämlich, dass die freie Kamera und die Bewegungsfreiheit der Naturzone wirklich für alle Routen der Standard sein sollte. Das ist jetzt der Fall, und zwar sowohl bei die Insel der Rüstung als auch bei die Schneelande der Krone. Das sind neue Teile eben der Spielwelt, die dazukommen, die komplett frei erkundbar sind. Die Kamera ist überall frei bewegbar. Das hat mich sehr gefreut, dass das hier der Fall sein wird. Vielleicht auch noch zur Größe gerade. Das wird so ein bisschen die Sache halt sein. Sie hatten gesagt, die neuen beiden Teile zusammen werden größer sein als die Naturzone. Jetzt wissen wir aber, dass die Naturzone nicht so wahnsinnig groß war. Also vielleicht an der Stelle mal kurz, wer jetzt denkt, dass man die Spielwelt nochmal verdoppelt oder verdreifacht in der Größe, darauf braucht ihr nicht zu hoffen, im Gegenteil. Ja, also das werden keine wahnsinnig großen Gebiete sein, und ich würde mal vermuten, dass man jeden der beiden Teile wahrscheinlich in wenigen einstelligen, in der kleinen einstelligen Stundenzahl durchgespielt hat. Also 2, 3, 4 Stunden vielleicht. Und wenn man dann natürlich komplettieren will, dann hat man wieder mehr zu tun, aber die neue Story, die dazu kommt, die wird nicht allzu krass sein. Denkst du denn, dass das überhaupt dann richtige Routen und Städte und eben auch eine neue Naturzone sein wird, oder einfach eine neue Naturzone quasi, in der dann alles passiert? Also an sich werden es natürlich 2 verschiedene Gebiete sein, das haben sie schon gezeigt, und das ist ein guter Punkt, ja, so wie das gewirkt hat und so wie sie es auch dargestellt hatten, zum Beispiel jetzt dann auch, da kommen wir gleich noch dazu, die Schneelande der Krone, da gab's, da wurden so einzelne Berghütten gezeigt, und da wurde gesagt, dass die Leute in kleinen Gemeinschaften leben, in ganz, ganz kleinen Dörfern. Deswegen vermute ich mal, dass das eine Naturzone ist quasi, von wie man sich das vorstellen kann dann in Zukunft. Und dort gab es in der Naturzone im normalen Schwert und Schild, gibt es ja ein Haus, was man betreten kann, was dann aber auch innerhalb dieser frei erkundbaren und frei bewegbaren Welt ist. Und ich vermute, dass diese kleinen Dörfer hier genauso sein werden. Also, dass man ein zusammenhängendes Gebiet erkundet, und wenn dann kleine Dörfer irgendwo dort sind, dass die auch einfach innerhalb dieser freien Welt stattfinden, ja. Kommen wir zum zweiten Teil, die Schneelande der Krone, angesetzt für Herbst 2020. Auch das hat ein Thema, um was geht's dort, neben Wachstum bei der Rüstung? Da geht's um das Thema Erkundung, deswegen schlüpft man hier auch in die Rolle eines Erkundungsexpeditionsführers und hat dann entsprechend auch so ein ganz nettes Expeditionsoutfit an und leitet so eine Gruppe von Leuten und erkundet dort verschiedenste Gebiete, natürlich hier. Das steckt schon im Namen, da geht es um Berge, um Täler, um Schnee, um Eis, also so eine Expedition in eine bergige Schnee- und Eiswelt. Auch hier gibt es besondere Orte zu erkunden. Erzählt wurde zum Beispiel schon von einem Tempel, den man entdecken kann, von einem mysteriösen Riesenbaum. Auch hier gibt es abseits davon eine besondere Neuerung in Form der Pokémon-Nester, die man jetzt dort wesentlich tiefer erkunden kann, und zwar auch innerhalb eines neuen Koop-Modus. Und dort gibt es dann was Neues zu entdecken, nämlich... Ganz kurz nur, bevor wir zu dem gehen, der Koop-Modus ist dann nur für die Insel, die Schneelande der Krone, oder auch für die Insel der Rüstung, ist das schon klar? Also im Trailer wurde das nur explizit erwähnt bei die Schneelande der Krone, dass es dort eben Pokémon-Nester gibt, und ich vermute, dass es auch so sein wird, weil du nämlich eben bei die Insel der Rüstung, da geht es wohl mehr so um diese Kampfstory und um dieses Dojo und diesen Meister und dieses legendäre Kampf-Pokémon, bei die Schneelande der Krone, da geht es Thema Erkundung, eben eher darum, in diesem Koop-Modus diese Nester tiefer zu erkunden, weil bei normalen Schwert und Schild, wenn du dort an die Pokémon-Nester gehst, dann hast du halt einen Screen, wo du halt siehst, was dich erwartet, und dann geht es direkt in den Kampf, aber du kannst an sich keine Welt dort irgendwie betreten oder so, du stehst halt an diesen leuchtenden quasi Mario-Röhren in Grau einfach nur dran, und hier kannst du reingehen und erkunden. Und jetzt kommen wir zu der Überleitung, die du gewünscht hast. Ja, was kann man denn da finden in den Nestern wohl? Da gibt es ganz viele legendäre Pokémon aus älteren, Entschuldigung, aus älteren Pokémon-Spielen, und was mich persönlich ganz, ganz arg gefreut hat, dort kann man zum Beispiel auch auf Mewtwo treffen, und diese legendären Pokémon, die sind dort natürlich in Giga-Dynamax-Form. Wenn man die dann entdeckt, dann geht es natürlich wieder in das Klassische, was man eben von Schwert und Schild schon kennt, was die Nester in der Naturzone angeht, dann geht es halt in den typischen Kampf gegen ein wildes Giga-Dynamax-Pokémon, und wenn man es besiegt, hat man die Chance, es zu fangen. Was aber heißt, auf diesem Wege kann man auch an viele alte, legendäre Pokémon dann rankommen, in Schwert und Schild.
Und ansonsten gibt es natürlich auch hier wieder ein neues legendäres Pokémon, in diesem Fall Koronospa vom Typ Psycho und Pflanze. Das hat ganz nett ausgesehen im Trailer. Es gibt viele neue Outfits, es gibt ein paar neue Items und so weiter. Richtig, also mit den ganzen neuen Outfits, da haben sie einen relativ großen Fokus drauf gelegt mit diesen ganzen Individualisierungen. War das im Hauptspiel auch schon so, dass es so viel individualisieren werden konnte? Ja, im Hauptspiel hast du in den meisten Ortschaften Boutiquen und du hast dann auch je nach Boutique, hat jede Boutique unterschiedliche Sachen. Manche von den Outfits und Kleidungsstücken, die haben sich, glaube ich, überschnitten, aber viel ist dann wirklich auch in jedem Laden unterschiedlich und da gibt es sehr, sehr viel Verschiedenes. Also du hast die Möglichkeit, immer ganze Outfits zu kaufen. Du kannst Jeans kaufen, Brillen kaufen, Mützen, T-Shirts, Pulli, Jacke, Schuhe, Strümpfe, Taschen, Accessoires, Sonnenbrillen, Armbänder, also wirklich viele, viele verschiedene Kategorien und dort auch ganz viele unterschiedliche Sachen. Du kannst zum Friseur gehen und kannst dir eine andere Frisur machen lassen, die Haare färben lassen. Und ich muss sagen, normalerweise bin ich nicht so empfänglich für solche Sachen. Aber in Schwert und Schild hat es mir ziemlich gut gefallen, meine Figur ab und zu auch mal zu redesignen quasi, weil du halt jedes Mal gefühlt eine ganz neue Spielfigur dann hast. Das ist schon ganz nett. Und jetzt kommen wir zum letzten größeren Punkt noch, der Direct, und zwar das, was du vorhin erwähnt hast, als die dritte Ankündigung. Also wussten wir schon, dass es kommt, jetzt gibt es zumindest ein paar erste Details. Und zwar zu Pokémon Home, das Feature, die Software, mit der man eben Pokémon dann auch übertragen kann zwischen den Spielen. Was wurden dazu gesagt bisher? Genau, da wurde eigentlich gar nicht viel gesagt, außer dass Pokémon Home jetzt im Februar 2020 erscheinen soll, was ja jetzt schon in Kürze ist, nächsten Monat also. Das wussten wir schon, ersetzt ja die Pokémon Bank dann, ist kompatibel mit den neueren Pokémon-Spielen und ermöglicht dadurch ein paar neue Möglichkeiten, nämlich, was ich schon erwähnt habe, zum Beispiel eben aus dem Erweiterungspass die neuen, in Anführungszeichen alten Pokémon, um die zu übertragen, zum Beispiel auch für Leute, die den Erweiterungspass nicht haben, da kann man Pokémon Home nutzen, man kann aus Pokémon Let's Go dann auch Titel, Taschenmonster in Pokémon Schwert und Schild übertragen, also das, was ja jetzt über viele Jahre bei den Hauptspielen mit der Pokémon Bank eh immer möglich war, das wird jetzt halt endlich auch für die neueren Spiele möglich mit Pokémon Home. Gut, das war's schon fast. Noch eines, man kann ja jetzt schon so ein bisschen einen Tease haben zu Pokémon Schwert und Schild, also zu den DLCs von Pokémon Schwert und Schild. Und zwar läuft ein neues Pokémon rum im Hauptspiel. Was ist denn da los? Ah, stimmt, das hatte ich schon wieder halb vergessen gehabt. Genau, es gibt einen Flagmon und zwar ein... es ist die Form von der Sonne-Mond-Region, gell? Ist es ein Alola oder was ein Galar? Es gibt ein spezielles Flagmon, was man antreffen kann an diesem einen Bahnhof. Ich habe es mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, weil ich das völlig vergessen hatte. Auf jeden Fall, ja, ihr könnt jetzt schon in Pokémon Schwert und Schild gehen und dort einfach mal die Augen offen halten. So groß ist die Spielerwelt ja nicht, vor allen Dingen, wenn man das Fahrrad nutzt und dann auch noch den Boost vom Fahrrad, dann kommt man echt flott durch. Und dann könnt ihr dort einen Flagmon begegnen und dieses auch fangen. Die Möglichkeit habt ihr auch. Dieses Flagmon ist eben laut interner Logik des Spiels aus dieser DLC-Gebiet quasi angereist. Genau, es ist ein Galar. Es müsste ziemlich sicher ein Galar Flagmon sein, eben mit der Besonderheit, dass es von einer dieser neuen Gebiete kommt, die dann im Juni und im Herbst dazukommen. Und vielleicht an der Stelle noch der Hinweis, ich habe das Ganze in Bezug auf Schwert und Schild und Home und weniger auf Mystery Dungeon auch schon mal als Artikel gestern zusammengefasst. Das findet ihr auf pcgames.de. Dort könnt ihr das also auch nochmal nachlesen, wenn ihr das möchtet in Ruhe oder wenn euch jetzt irgendeine einzelne Info vielleicht nochmal interessiert. Und außerdem findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts beziehungsweise in der Beschreibung, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube hört, auch noch einen Link zu unserer Facebook-Seite und auch zu Pokémon Schwert auf Amazon. Dort könnt ihr das Spiel kaufen über diesen Link. Das handelt sich dabei um einen Affiliate-Link. Da bekommen wir eine kleine Provision, wenn ihr das tut. Ihr zahlt den gleichen Preis wie gewohnt und somit könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das möchtet. Und damit sind wir am Ende angekommen. Richtig. Sind hoffentlich unter 20 Minuten geblieben. Knapp aber doch, ja. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Wer uns jetzt hier vielleicht zum ersten Mal zuhört, wegen dieser Minifolge und wegen Pokémon. Wir veröffentlichen jeden Mittwoch um 15 Uhr einen neuen Nintendo-Podcast und da geht es dann ein bisschen ausführlicher zur Sache. Dort haben wir auch Community, dort haben wir viele Gewinnspiele, dort haben wir die Spiele der Woche, da haben wir aktuelle Meldungen, Gerüchte und so weiter. Das heißt, ihr könnt uns sehr, sehr gerne abonnieren auf einer Plattform eurer Wahl. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns auf Facebook folgen und dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Korrekt. Und in diesem Sinne, bis nicht mal in einer Woche. Ade. Tschüss. Watch out!